Nintendo. Die Ansagen von Tom Nook. Yay. Okay, die Brücke ist, glaube ich, gebaut. Seid ihr bereit für eine Trashcore-Insel? Jetzt kommt die schönste Trashcore-Insel, die ihr je gesehen habt. Ich würde gerne mal wissen, ob ich, gerne mal wissen, ob ich sehen kann, wie viele Leute schon geschlummert haben. Aber es geht nicht, weil das ja irgendwie mit dem Account verbunden ist. Minus 5 Sterne, hallo? Hallo? Beautiful. Und hier habe ich eine Brücke gebaut. Passt hier schon sehr gut rein. Wow. Aziza ist da. Eine Emotion! Ja, ich will endlich Emotionen haben. Freude, nice. Dankeschön. Und eines Tages wird es eine krasse Insel. Hoffentlich, Margaretchen. Hoffentlich, ne? So, okay. Ich kann es direkt abbezahlen. Ich bezahle es eigentlich nur ab, damit ich ein größeres Lager bekommen kann. Weil das Lager ist auf jeden Fall das, was ich definitiv brauche. Alles einzahlen. Mich würde es jetzt echt interessieren, wie viele Leute schon auf dieser Insel geschlummert sind. Mini Jasmin. Ich glaube, du musst im Startscreen Nook Link App aktivieren. Ah, okay, ja, vielleicht. Ja. Was soll ich tun? Ich will mein Haus vergrößern. Und dann Bewohner-Dinger machen. Alter, Wucher. Wucher, sage ich euch. Jedes Mal aufs Neue. Wollen wir meine Einweihung feiern? Einfach nur, weil wir es können. Einfach mal eine Party. Oh, das war so sweet früher. Da hat man wirklich jede Einweihung auch mitgenommen, weil man sich so doll gefreut hat. Entzücken! Danke, danke, vielen Dank. Shanghai war zu Beginn nichts weiter als eine einsame, verlassene Insel. Doch nun ist sie eine Trashcore-Insel. Nun sehen wir stetiges Wachstum dank der Bemühungen von, nun ja, von euch allen. Unter anderem auch von der Minity, die dir diese Insel zum Gedeihen und Blühen gebracht hat. Danke, Shanghai. Ihr seid alle der Grund dafür, dass wir einen richtigen Laden aufmachen konnten. Knapp und Schlapp sind eigentlich richtig sweet. Mein Bruder und ich werden hart daran arbeiten, eure Wartung zu erfüllen. Also besucht uns oft. Schöne Einweihungsfeier, aber ich wollte, glaube ich, einfach Bewohnerhäuser bauen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man dafür tun musste. Was soll ich tun? Herrlich, die Brücke steht. Mit den Hausbau-Kits, die ich dir gegeben habe, müsstest du nun drei Plätze für neue Häuser markieren. Natürlich muss jede Wohnstätte dann auch nun, ja, wohnlich gemacht werden, Möbel dergleichen. Daher liegt jedem Hausbau-Kit eine Liste mit der nötigen Einrichtung bei. Nicht verlieren, ja? Ich frage mich auch mal, wo die ganzen NPCs schlafen. Ja, true, oder woher sie kommen. Also irgendwo muss es ja noch so eine Stadt geben. So, woher kommt sie? Kommt sie aus einer Wüstenstadt? Oder was macht sie hier? Wo kommt sie her? Ich würde so gerne viel mehr wissen über sie. Alle. So, alle an den Strand. Weil ihr kennt ja meinen Trick, ne? Oha. Oha, die kann man nicht am Strand platzieren? He's Batman. Das ist ja kacke. Und ich habe mir noch veganen Schokopudding geholt. Okay. Actually. Oh Gott. Meine Gedanken sind selbst zu schmutzig für mich selbst. Egal, ich rede gar nicht weiter. Ich rede gar nicht weiter. Ich probiere mal den Schokopudding. Ja, dann platziere ich sie halt. Ganz im Ernst, ich werde ja eh noch nicht bauen. Ich platziere sie einfach. Oh no. Hier irgendwo hin. Ich auch so viel Platz braucht, nur um alibimäßig deren Vorgarten zu dekorieren. Läuft super! Vorzüglich. Ja. Ich habe das alles schon mal gemacht, danke. An alle Bauhelfer. Achso, ich muss die abgeben. Hä? Okay, ich bin doch wieder etwas verwirrt. Ich habe das alles schon mal gemacht, danke. Er ruft er mich jetzt jedes Mal an, nachdem ich ein Grundstück platziert habe. Dass ich auch nicht habe noch was vergessen. Folgendes müsste eine Kleinigkeit anfangen, und zwar ein Kranz aus Blumen. Wenn man die Klippen auf der Insel hochhält, findet man welche. Kleiner Tipp des Hauses. Ich habe deine beste Anleitung für den Leiter geschickt. Mhm.
Och Mann, das war früher so viel cooler, als man so zum ersten Mal die Leiter bekommen hat, als man zum ersten Mal die Klippen entdecken konnte. Jetzt ist es überhaupt nichts Aufregendes mehr, wenn man so weiß. Ja, easy. Ich kletter da tagtäglich rauf. Ich habe schon alles terraformt und 10.000 Aufgänge. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Ich muss es mir merken. Holzbett, Holzstuhl, Keramikkrug. Holz, Keramikkrug. Holzbett. Kein Platz in der Tasche. Okay, vielleicht soll ich auch mal anfangen, alle DIYs zu lernen. Aber ich habe das Gefühl, es dauert ewig. Ach, guck mal, das kann auch an die Wand. Schon mal schöneres asiatisches Feeling hier drin. Kann ich auch was bringen? Aktuell können mir nur Leute was bringen, die mit mir befreundet sind. Wenn ich die Insel irgendwann mal wieder aufgeräumt haben sollte, dann machen wir das gerne nochmal. Dass mir auch Leute einfach aus dem Stream was bringen können. Aber dafür vertraue ich allen noch nicht so gut genug. Ich muss die Insel erstmal aufräumen. So. Ich nehme mal die Werkbank mit. Und ich nehme noch ein bisschen mehr Holz mit. Dann können wir da alles direkt drüben machen. Behilfswerkbank platzieren. Rein da! Rein da mit den Sachen. Abgeben. Jüp, jüp, jüp. Ach so, ich suche die ganze Zeit nach der dunklen Schwingschaukel. Ich denke immer, die Schwingschaukel ist schon so dunkel, aber ja. Weil ich habe auf Shiny Reef nur diese dunklen Schwingschaukeln. Ich finde, die Schwingschaukel ist einer der schönsten Items irgendwie. Ich weiß auch nicht genau, warum. So. Habe ich es geschafft? Muss ich noch irgendwas machen? Wenn ich 3 Tage nach vorne spule, dann sind alle 3 Bewohner da. Ich muss jeden Tag rein, dass die Häuser verkauft werden. Anstrengend. Und dann, wenn wir irgendwann mal fertig sind und alle Bewohner haben, dann fangen wir an zu bauen. Und da müssen wir erstmal Inspo schön suchen. Ich habe schon gesehen, viele von euch haben mich schon markiert auf Bildern und so. Das ist nicht schlecht. Aber dann machen wir mal so einen Inspo-Stream, wo wir uns ganz viele andere Bilder anschauen, die alle abspeichern. Und, ah, okay, verkauft alles, okay. Sonja? Ach, krass. Jetzt wohnen schon alle wieder hier. Nele. Und Karl. Okay. Der Moment der Wahrheit. Was glaubt ihr, wie viele Leute schon auf Shanghai waren? Was isst du? Lecker Salat mit frittierten Käse. Es sind insgesamt ganze 6 Leute schon gewesen. 6 Leute waren schon auf Shanghai und haben sich diese Trashcore-Insel angeschaut. Ich bin enttäuscht. Nur 6. Ich dachte, das ist eine Trashcore-Insel. Ich dachte, wir machen einen neuen Trend. Aber scheinbar ist es doch nicht so bei euch angekommen. Wie ihr so im Stream angeblich sagt, dass ihr die Insel toll findet. Scheinbar findet ihr sie doch nicht so toll. Hinterlistig von euch hier. Nein, Spaß. Hier gibt es ja auch nicht viel zu sehen. Okay. Karl ist eingezogen. Okay, noch einen Tag nach vorne. Ich mache jetzt erstmal direkt hier Tina, bevor ich es wieder vergesse. HW ist sogar auch da. Gute. Achso, man muss einfach. Was muss man nochmal, damit sie kommt? Was war die Bedingung? Besuchskimono. 3-mal was kaufen, also bei 3 Besuchen. Ah, okay. Dann habe ich ja eigentlich schon. Jo, Nele ist eingezogen. Du musst bei Tina mindestens 5.000 ausgeben. Okay, warte, ich kaufe gleich noch was. Ich spule mir noch einen Tag nach vorne. Dann ist der da. Und dann schauen wir mal. Aber ich frage mich aktuell, warum so viele Leute aktuell auf Twitch noch zuschauen. Wir haben 22 Uhr 25 und es sind noch 400 Leute, über 400 Leute da. Manchmal. Sonja ist echt cute. Okay. Dann, was ist der nächste Step?
war Tina wieder da. Das passt ja, dass ich dann am Samstag einen langen Stream wieder machen will. Also kein 12-Stunden-Stream, aber Bewohner-Bingo-Stream. Thank you.